Axel? Läuft. Einsteige jetzt, Andreas. Hey, nimm deine Tablette. Dreh durch. Dreh durch. Dreh durch. Dreh durch. S Pontas 9, wie viel? 9B. 9B zum Klettern. Bisschen schneller! Himmelarsch! Ja? 2, 3, hui! Hallo, abholen! 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 Jetzt guckt euch mal das hier an, das ist ein Leihwagen. Das ist ein Renault Espace. Jetzt guckt euch mal die Rücklehne an, bitte. Alter, was ist das hier? So, heute sind wir hier beim Pferdegestüt. Rancho Bonanza. Hey, Tamira, bist du schon aufgeregt? Nee. Nee? Ja. Wie lange machst du das schon? Oh, 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Wie viele Pferde hast du denn? Wir wohnen 65. 65 Pferde? Ja. Sind aber nicht alle zum Arbeiten. Es sind gibt Rentner, es gibt Fohlen, es gibt Lehrlinge. Okay. Und ein paar private. Okay, und mit wie vielen Pferden seid ihr unterwegs, wenn ihr reitet? 6 Pferde in einer Gruppe. 6 Pferde in einer Gruppe? Ja. Sind für Anfänger, Fortgeschrittene, für Profis, oder? Genau. Und für Fotoshooting. Okay, alles klar. Kennt ihr die? Das ist meine. Die gehört mir ganz alleine. Verstehen? Mhm. Und die Reiter sind mich gleich. Und zwar heute im? Galopp. Hey, Galopp. Da, 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 da. Wo ist der Sturzhelm? Ja. Hier ist der Sturzhelm, wie Sie es gehört, vorschriftsmäßig. Und hier hinten sind die Pferdchen. Die schwarze. Die schwarze? Mhm. Echt? Den großen? Ja. Oh, den großen kriegt sie. Jetzt kommt er aus der Garage. Und ich würde mal sagen, der ist ziemlich groß. Tamir, traust du dir zu? Ja. Auch Galopp? Ja. Echt? Mhm. Also ich hätte ein bisschen Respekt gerade. Wenn man an die Bar kommt, jetzt geht's an die Bar. Das ist die Bar hier. Da gibt's Schlabbi Schlabbi. Und einmal 20 Liter reinpumpen. Oder was? Biene Meier und Tour. Ey. Ich würde mal sagen, was er wollte. Ich kriege diese Schlafanzughose. Total sexy. Du bist verrückt. Ey. Du. Ja, ja, ja. Ich weiß, was er jetzt denkt. Er denkt, ja klar. Uns irgendjemand vom Pferd erzählen, selber kiloweiß Schokolade essen. Nee, die Schokolade ist nicht für mich. Nein, die ist für, genau, für die Lame da. Nein, doch, stimmt überhaupt für dein Schokolade, nicht. Natürlich. Nein, für Tamira. Lüg nicht. Du sollst nicht lügen. Du weißt, dass Lügen haben lange Beine. Guck mal, was für lange Beine du hast. Guten Morgen, Freunde des Sports und des Frühaufstehens. Mr. T ist am Start und wie ihr sehen könnt, ist es noch ganz früh. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Puh, 45 Minuten Biken in aller Frühe. So, und jetzt geht's ab in den Pool. Und zwar zack, zack. Arriba, arriba, arriba. Scheiße. Das ist das, was ich eigentlich hier überhaupt nicht sehen wollte. Heidis Schnitzelhütchen. Schnitzelhütte. Meine. Urlaub verfolgen die mich. Die folgen mich jeden Urlaub. Egal, wo wir hingehen. Immer auf Schritt verfolgen sie mich. Ihr Stalker. Kommt sie schon wieder. Ah, die belästigt mich die ganze Zeit. Die komische Frau.
Achtung, 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 Achtung. Jetzt wird Bankdrücke gemacht. Bankdrücke. Yes. Oh, 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 das ist nicht unser Auto, aber es ist fast die gleiche Nummer. Wir haben nämlich auch JPC. Ich sitze gerade im Auto und denke, verdammt, warum passt der Sitz nicht? Aber man kann ihn mit dem gleichen Schlüssel aufmachen. Zum Thema Diebstahlsicherheit, zum Thema Opel und Diebstahlsicherung. So, nächstes Auto, mach mal auf. Auch das geht auf den gleichen Schlüssel. Ist auch von Golka und die Nummer ist so ähnlich. JPC, aber eine andere Zahl. Okay, jetzt gucken wir, ob wir da reinpassen. Und jetzt muss nur noch der Zündschlüssel passen. Der passt tatsächlich. Ha, Wahnsinn, oder? Etwas durcheinander. Ein Schlüssel für zwei Autos. Seltsam, seltsam.